Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir einen Neustart in der Bildungspolitik brauchen, ist nicht zuletzt durch die Reden vorhin vom Ministerpräsidenten und von Anja Piel hier deutlich geworden. Die Kollegin Piel hat davon gesprochen, es würde gar kein Chaos in der Schule herrschen. Und der Ministerpräsident hat es geschafft, in seinem Beitrag nicht ein Wort zur Unterrichtsversorgung und zur Inklusion zu sagen. Zu den wichtigsten Themen, auch das wissen wir aus den Umfragen, was die Menschen umtreibt. Und nicht ein Wort dazu. Also wenn es eines Beweises gebraucht hätte, dass wir einen Neustart brauchen und dass hier Realitätsverweigerung bei Rot-Grün eingesetzt hat, dann ist das hier noch einmal geliefert worden. Meine Damen und Herren, wir hatten und haben Chaos zu diesem Schuljahresbeginn. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Da muss man nur mal in die Schulen reinhorchen, muss man nur mal mit den Eltern reden und man muss nur mal die Zeitungen lesen. Da sieht man doch, was da los ist. Und dies zu ignorieren, ist eben verantwortungslos. Aber das Ganze ist nur symptomatisch für die vergangenen 4,5 Jahre und die gescheiterte Bildungspolitik von Rot-Grün. Und jetzt wird der Ministerpräsident, der leider ein bisschen abgelenkt ist, aber da ist, im Zweifelsfall sagen, wir würden das Haar in der Suppe suchen. Also mit Verlaub, Herr Ministerpräsident, da reden wir nicht über ein Haar in der Suppe, da liegt ein ganzer Haarschopf bei Ihnen auf dem Teller und Sie sehen den nicht. Ja, Sie ignorieren ihn. Das ist natürlich totaler Quatsch, denn hier geht es darum, dass man sich konkret mit diesen Themen, die da sind, auseinandersetzt. Für die Kindertagesstätten hat Rot-Grün ein neues Kita-Gesetz angekündigt. Über den Regierungsentwurf ist diese Landesregierung nie hinausgekommen. Der Ministerpräsident in seiner Rolle als SPD-Landesvorsitzender forderte Anfang des Jahres die volle Beitragsfreiheit im Kindergarten. Als Abgeordneter und Ministerpräsident lehnte er diese dann im Landtag aber ab. Das ist sehr bemerkenswert und das muss man erstmal nachmachen. Die SPD schafft es, ihre Wahlversprechen noch zu brechen, bevor eine Wahl überhaupt stattgefunden hat, meine Damen und Herren. Mit der FDP kommt die Beitragsfreiheit im Kindergarten. Meine Damen und Herren, auch in der Inklusion herrscht Chaos, Herr Kollege Tanke. Ich weiß, dass Sie das witzig finden. Auch die Inklusion finden Sie total witzig. Da geht es um Kinder. Es geht um die Kinder in der Inklusion, die förderbedürftig sind. Dass Sie das dann ins Lächerliche ziehen wollen, mag Ihre Lösung sein. Auch und dort sehen wir, dass das Lehrer sind, dass Eltern sind. All diese suchen nach den besten Wegen für die Kinder. Und Rot-Grün, auch das hatten wir vorhin schon, bleibt stur bei der Zwangsinklusion, der Schüler mit Unterstützungsbedarf lernen. Und mit einem Federstrich. Und dann, wenn dann die Eltern sich ans Parlament wenden und ihre Sorgen und ihre Nöte da tun wollen, was machen Sie? Mit einem Federstrich wischen Sie einfach Tausende von Petitionen einfach zur Seite. Das ist rot-grüne Politik und das ist die Arroganz der Macht, die Sie hier an den Tag legen, einfach mit den Scheuklappen versuchen durchzukommen. Meine Damen und Herren, der Ministerpräsident, ich hatte da vorhin schon mal darauf Bezug genommen, hat ja mal in seiner Regierungserklärung gesagt, dass es auch um mehr, also von 2013, dass es auch um mehr Gerechtigkeit in der Bildungspolitik ginge. Und deswegen, zitiere, heißt es da, deswegen werden wir den Weg der Inklusion intensiv weiterverfolgen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, genau das Gegenteil ist nötig. Sie dürfen diesen Weg nicht einfach weiterverfolgen, sondern Sie müssen sich mit den Realitäten auseinandersetzen und zu Wahlmöglichkeiten kommen, damit die Eltern die Chance haben, ihre Kinder so gefördert zu sehen, wie es tatsächlich nötig ist. Und deshalb stehen wir für eine Wahlfreiheit in der Inklusion, für ein Fortbestehen der Förderschule Lernen. Meine Damen und Herren, auch bei der Digitalisierung steht Niedersachsen ganz am Anfang, insbesondere in der Schule. Es wird pilotiert, es wird modellprojektiert, aber ein Konzept fehlt. Für 20 Modellgrundschulen werden Minicomputer angeschafft. Aber man merkt erst hinterher, dass man für die Programmierung Laptops und WLAN benötigt. Wir wollen keine Projekte mit Minicomputern. Wir wollen Tablets für jeden Schüler in Niedersachsen, meine Damen und Herren. Aber das größte Problem, was wir haben, ist in der Tat die Unterrichtsversorgung. Und Sie können die Mehr hier immer wieder versuchen zu erzählen, dass wir dafür verantwortlich seien, dass Lehrerausbildungsstellen abgebaut worden seien. Das Gegenteil ist der Fall, meine Damen und Herren. Das lassen wir nicht durchgehen, dass Sie immer wieder hier versuchen, mit falschen Informationen einen gegenteiligen Eindruck zu erwecken. Meine Damen und Herren, jede Woche fallen rund 100.000 Stunden Unterricht in Niedersachsen aus. Und ich will Ihnen mal deutlich machen, wie das so im Land ankommt. Da gibt es dann Berichte von Eltern, ich zitiere mal,
Da von unserer Schule mehr als 100 Stunden an die Grundschulen abgeordnet werden müssen, erhalten alle Klassen einen neuen Stundenplan. Stundenausfall ist vorprogrammiert. Dann, mit Besorgnis habe ich heute gehört, dass an der Schule meine Töchter der Matheunterricht von Beginn des Schuljahres an bis Mitte November ersatzlos ausfallen wird. Oder bei meiner Tochter wird aufgrund der Lehrerabordnung an die Grundschulen demnächst überhaupt kein Sportunterricht mehr in diesem Schuljahr erteilt werden. Meine Damen und Herren, das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was an den Schulen tatsächlich passiert. Das hat mit Gerechtigkeit und mit Chancengerechtigkeit nichts zu tun. Sie nehmen die Kinder die Chancen, wenn zum Beispiel kein Matheunterricht gegeben wird. Da dürfen Sie nicht einfach drüber weggehen, sondern müssen sich darum kümmern. Und deshalb brauchen wir eine Unterrichtsgarantie, so wie wir sie vorgeschlagen haben. Meine Damen und Herren, die Kinder in Niedersachsen haben eine bessere Bildungspolitik verdient, als Rot-Grün sie macht. Und insbesondere auch als Ministerin Heiligenstadt sie macht. Herr Ministerpräsident, ich denke, Sie haben nicht ohne Grund vorhin die Bildungspolitik nicht erwähnt, weil Sie genau wissen, dass Sie da eine miserable Bilanz vorzuweisen haben. Und es wird Zeit, dass ab dem 16. Oktober in Niedersachsen auch die Kinder wieder eine Chance haben, eine faire und gerechte Bildung zu bekommen. Herzlichen Dank. Applaus